Hallo Leute und willkommen zurück bei Biomutant. Wir sind hier direkt vor dem Hufschnauber gewesen. Wir haben unseren Mute dabei und ich befürchte ein bisschen, dass das ganz schlimm wird. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Oh oh. Ja, da oben ist der Hufschnauber. Ihr seht ihn jetzt genau über unserem Kopf. Und er kaut an der Wurzel des Weltenbaums. Und das sieht so aus, als wäre das hier der Point of No Return. Wir müssen hier runterspringen scheinbar. Und kommen dann vermutlich nicht mehr zurück. Ja. Oh oh. Er sieht böse aus. Aber er wedelt mit dem Schwanz. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also, bei Hunden meine ich jetzt. Entschuldige, darf ich bitte weglaufen? Kann ich nicht mal weglaufen? Kann ich mit Schiff wegspringen? Gott. Er hat unendlich viel Leben. Was müssen wir tun? Müssen wir uns hinter so Teile stellen? Ich weiß nicht genau. Können wir ihn angreifen? Muss er hier gegenlaufen? Okay, er macht das einfach kaputt. Kein Problem für ihn. Viel zu easy. Okay, er klatscht uns auf jeden Fall ganz schön fett weg. Ich weiß nicht genau, wir müssen... Achso, wir müssen auf diese Teile... Schieße ich überhaupt? Kann ich überhaupt schießen? Bin mir da gerade nicht so sicher. Ja, das klappt. Okay. Okay, okay, okay. Können wir bitte nochmal da drauf schießen? Huch. Steuerung. Okay, mit Steuerung ausweichen sollte also auch klappen. Lass mich! Ich will diese Dinger an deinen Füßen kaputt machen. Okay, das müssen wir jetzt in sein Maul. Sagt uns das so? Achso. Oh Gott, wir mussten seinen Zahn rausziehen? What? Warum tun wir sowas? Okay, also das Wegchargen, das klappt scheinbar. Oder es klappt jedenfalls dann, wenn wir... Oh Gott, ich will seine Zähne nicht rausziehen. Warum sind wir so fies? Okay, jetzt müssen wir wieder nach hier. Scheinbar und sein... Oh Mann, das ist so mies. Es tut mir richtig leid, ey. Oh Gott, der Arme. Also ich meine, er ist ja sicherlich auch voll böse und so, ne? Okay, wir müssen mal ganz kurz... Upsi, eins, nehmen wir das da zweimal. Ich weiß nicht, wie viel uns das gibt. Oh Gott. Ich will das gar nicht tun. Können wir bitte weglaufen? So, ich will aber diese Fußdinger noch kaputt machen. Diese da, genau die. Okay, dann erstmal anders. Sind die schon wieder neu da? Wow. Kann ich da nicht drauf schießen? Ich treffe immer nicht, ne? Okay. Doch, jetzt haben wir getroffen. Der uns aber auch wieder. Ich bin doch weggecharged. Warte kurz. Okay, müssen wir jetzt wieder einen Zahn ziehen? Oh Mann, ey. Wow. Oh Gott, was passiert, wenn er alle vier Zähne draußen hat? So. Okay, weggecharged. Okay, wegchargen, wegchargen, wegchargen. Mann, oh Mann. Welchen haben wir denn da jetzt schon wieder getroffen? Oh. Oh Gott. Achso, wir klatschen uns mit dem Zahn aber weg. Jetzt checke ich das, warum wir. Oh Mann. Jetzt ist er richtig böse, wa? Oh, er hat sogar so einen bunten Schwanz. So ein buntes Schwänzchen wie ein V. Aber er ist, glaube ich, nicht so richtig begeistert. Wow. Ich möchte chargen, bitte. Bitte. Verschieße Glitzermotten. Gott.
dieses Plopp, ne? Von diesen, wenn die platzen, ist schon ein bisschen gruselig. Okay, dann gehen wir nochmal andersrum. Na, dann gehen wir nicht andersrum, Mann! Ich möchte weglaufen vor dir. Darf ich das nicht? Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Kann ich bitte wegchargen, 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 wegchargen? Oh Mann, lass mich in Ruhe! Viech. Okay, aber wir können doch jetzt keine Zähne mehr ziehen, oder? Ich sehe gar nichts. Wir können einfach nur Schaden machen wahrscheinlich. Da, da, genau da, da. Ja, okay. Können wir hier Glitzermotten verschießen? Ja, ne? Ich glaube. Aber ich weiß nicht. Oh, jetzt wurden wir getroffen. Oh, das macht aber gut Schaden. Bitte lass mich hier wegchargen. Hüpf, hüpf, hüpf. Ach, innen hat er auch noch welche? Ne, das sind die gleichen. Oh, wow. Was machen wir jetzt? Wir mehr Schaden, wenn wir da in sein Maul reinballern? Ich weiß nicht so genau. Okay, du bist böse. Ja, ich weiß, es tut mir sehr leid. Das war auch gar keine Absicht. Also irgendwie schon, aber nicht so, wie du das jetzt denkst. Oh Mann! Hüpf, hüpf, hüpf. Können wir ein bisschen Glitzermotten? Okay, nach rechts bitte hüpfen, nach rechts bitte hüpfen. Ja, ja, ja. Okay, jetzt nach links hüpfen. Oh Mann, er tut mir echt leid. Die sind richtig mies. Das da auch nochmal. Weiß ich nicht, was wir da machen. Wir ziehen irgendwas aus seinem Arsch oder so. Keine Ahnung. Achso, wir ziehen ihm die Beine weg, vermutlich. Okay, er steht schon wieder auf. Jetzt kotzt er auch noch. Na, ganz toll. Wo sind wir? Waren wir nicht gerade unter ihm? Oh Mann. Okay, jetzt sind wir ganz weit weg. Ja, das brauchen wir auch. Glitzermottis, fliegt mal. Ach so, er fliegt schon. Sehr schön. Einmal bitte schneller rennen. Da muss ich wieder auf die Fresse packen. Oh Gott, der Arme. Also er ist der Böse hier, aber er tut mir leid. Er ist so niedlich. Er ist so flauschig und irgendwie... Ich muss ja so schreien und alles tut ihm weh, der Arme. Aber mit diesen Spotstar-Treffen scheint ihm irgendwie ganz gut weh zu tun. Auch wenn das also sozusagen das Ziel ist, aber mir leid tut. Renn, renn, schneller, Mute. Mute, du schaffst das. Mute, schnell, schneller, Mute. Mute, sehr gut. Wir schießen nochmal ein paar Glitzermotten. Flupp. Achso, wir müssen ihn wieder auf die Beine legen und ganz viel Schaden machen. Der Arme. Er tut mir echt leid.
Da ist noch so ein Blubbel. Können wir das bitte treffen? Ja, ich weiß, wer. Oh, wir laufen durch das Gift. Ja, ja, ich möchte gerne das. Oh, eins, 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 eins. Gott. Also da sollten wir auf jeden Fall nicht durchlaufen, so wie das aussieht. Steuerung, yay. Du Armer. Du wirst hier irgendwie echt gequält. Ich glaube, wir laufen mal lieber rechts rum. Da sollten wir wirklich nicht durchlaufen. Ja, ja, ich weiß. Aber wir müssen kurz diese da abschießen. Können wir die bitte abschießen? Und diese da auch noch. Und jetzt können wir von mir so noch auf den Kopf ein bisschen. Oh Mann. Okay, ja, er kotzt an die Wand. Das finde ich ganz gut. Tut mir so leid, er tut mir so leid. Oh Gott, haben wir ihn jetzt getötet? Er ist so flauschig, hätten wir ihn nicht bekehren können, dass er irgendwie nett wird? Ja, war wohl nicht die Möglichkeit scheinbar. Aber wir helfen der ganzen Welt, hoffe ich, damit, weil er nämlich diese Wurzel gefressen hat. Er hätte ruhig noch ein bisschen mehr fies aussehen können, dann wäre es mir leichter gefallen. Das Schicksal des dritten Weltenfressers ist besiegelt. Jetzt ist nur noch einer übrig. Steinalt möchte mit dir sprechen. Er will dich beglückwünschen und dich in die letzten Schritte seines Plans einweihen. Dies ist deine Chance, seine und deine Prioritäten aufeinander abzustimmen. Tu das Richtige für deinen Stamm und für die Welt. Begib dich zurück zur Arche. Er schien dich unbedingt sehen zu wollen. Da, dann machen wir das doch mal. Was hast du noch? Fragt sich, ob das Gerücht über deinen Archenfund der Wahrheit entspricht. Warum fragst du dich das? Ist das so abwegig, oder? Ich hält es für unmöglich, weiß aber auch, dass du schon oft Unmögliches möglich gemacht hast. Ja, habe ich. Bin ziemlich cool. Wenn sich die Welt erholt, könnte man sie mit der Arche wunderbar bereisen. Sogar noch schneller als auf ihren Lieblingszielen. Die Znien. Freut sich, dass du der Welt lieber helfen wolltest, anstatt ihr zu schaden. Bereits vor deiner Rückkehr hätten alle mehr davon gebrauchen können. Ja. Weißt du schon, wer dich auf deinen Archenreisen begleiten soll? Hier bietet sich die Gelegenheit, deinem Nächsten zu helfen. In der Arche ist ein Platz frei, falls du ihn aus Dankbarkeit anbieten willst. Biete dieser Person einen der vier Plätze an Bord der Arche an. Die Sitzplätze sind limitiert, aber sie gehören dennoch mit dir auf die Arche. Platz verweigern, verweigere dieser Person den vierten Platz. Ja, nehmen wir sie mit. Sie mag die Ziegen auch. Selbst und mich natürlich, aber ich bin ein Teil von dir, also zählt das nicht. Soll es schnell gehen, geh alleine. Willst du weiterkommen, geh gemeinsam. Der Einzige, von dem wir hier bloß schnell weg wollen, ist die Dunkelheit. Aber du weißt, dass du nicht ohne mich weitermachen kannst, selbst wenn ich schlechte Gesellschaft bin. Ich vervollständige dich. Endlich sind wir uns mal bei einer Sache einig. Lieber alleine sein als in schlechter Gesellschaft. Doch zuallererst sollte man sich selbst gute Gesellschaft sein. Das stimmt. Ist zutiefst geehrt, dass du sie ausgewählt hast.
Eine Arche ist zwar keine Znige, doch sie kann nicht ablehnen. Sie kommt an Bord. Noko weiß, sie ist dafür bekannt, sich ziemlich häufig zu wiederholen. Kannst du mir sagen, was ich noch wissen muss? Ich kann nicht bleiben. Sag mir, was ich noch wissen muss. Keine Ahnung. Du bist erstaunt, dass dich der Jumbo-Knoll nicht zu Tode geblättet hat. Du musst mir alles erzählen. Alles. Findet es erstaunlich, wie du jetzt so großartig sein kannst, wenn du doch so ein stilles Kindling warst. Also alles, was sie uns erzählt, sind irgendwelche Lobreden über uns, finde ich in Ordnung. Das war's dann. Sag, du solltest dich nicht stressen. Das mache ich nicht. Aber nein, du sollst dich nicht um sie sorgen. Sobald sie sich von all ihren Znigen verabschiedet hat, geht sie direkt zur Arche. Noko weiß, sie ist dafür bekannt, sich ziemlich häufig zu wiederholen. Okay, ich kann nicht bleiben. Ihr seht euch später. Ja, das tun wir. Wir müssen den Weltenfresser besiegen, den letzten. So, das heißt, 2000 Schritte, bis wohin wir hin müssen. So, wir müssen wohin? Da müssen wir hin, richtig? Zu Steinalt. Achso, bewegen war ja... So, hier gibt's doch hier Wegpunkt. Schnellreise, das wollte ich doch. Das klingt gut. Machen wir uns auf den Weg zu Steinalt. Oh, zu Steinalt können wir doch eine Znige mitnehmen. Oh nein, das da. Ach ja, Mekton Glimmergleiter, was wir alles hatten. Ja, okay. Aber da können wir jetzt nicht mehr reisen. Wir nehmen Mute. Sei dankbar, dass es dich aufsitzen lässt. Das bin ich. Ich mag Mute sehr gerne. Aber ich mag auch Mecha-Mute. Oh, oh, oh. So, auf zu Steinhalt. Rechtsrum war, glaube ich, kürzer, oder? So, danke schön. Hallo Steinhalt. Was geht? Steinhalt glaubt, dass die Zeit gekommen ist, den Konflikt zwischen den Stämmen zu beenden. In diesem Krieg wird es keine Sieger geben. Du solltest wissen, dass es noch nicht zu spät ist, die Festung eines anderen Stammes zu besuchen. Es wäre aber am besten, wenn du beim bereits von dir gewählten Stamm bleibst. Das möchte ich auch. Also da bleiben. Nur jemand mit Licht im Herzen und Ki könnte letztendlich die Energie des Sifus ausgleichen. Du musst deinen Teil leisten und die Eroberung abschließen. Ganz egal, wie es endet. Bald wird es vorbei sein. Habe ich gar nicht dran gedacht, Ki zu nutzen. Steinalt erinnert dich daran, dass die Zeit gekommen ist, den Stammeskrieg zu beenden. Er hilft immer gerne. Es gibt da etwas, das erledigt werden muss, oder? Fehlt mir noch eine wichtige Information? Ich habe alles, was ich brauche. Fehlt mir noch eine wichtige Information? Der Baum ist intakt. Doch alle müssen etwas tun, damit das so bleibt. Okay, lebe wohl. Weißt, dass du noch andere Dinge zu tun hast? Ja. Tamuk Gabamuktab. Er vermutet, dass du noch mehr willst. Ich bin nicht sicher, was ich tun soll. Ich muss los. Ich soll auf den Weltenfresser besiegen, den vierten. Vollstes Verständnis. Ja. Ja, ja. 1 von 7 Wände mit Mute abgerissen. Ach so, abreißen. Das müssen wir ja. Das war ja so eine zusätzliche. So. Das heißt. Karte. So. Wo war denn hier der Weltenfresser? Der. Erobern Außenposten, erobern. Aber wir haben doch. Was haben wir hier noch? Okay, Baum des Lebens. Kehre zu Glibo zurück. Ich weiß nicht, ob das die richtige Quest ist, wo wir jetzt. Scheint mir fast so. Warte mal. Gab es hier nicht noch? Genau, da gab es doch einen Reisepunkt. Schnellreise von hier aus nicht möglich. Achso, wir müssen erstmal rauslaufen, glaube ich. Oh, Geschichten überleben nur, solange jemand zuhört. Also hör gut zu. Da lang, glaube ich. Wir laufen erstmal hier raus und dann gucken wir mal, ob wir zu Glibo gehen müssen. Ich weiß gar nicht, der letzte Weltenfresser hat bestimmt auch wieder irgendeine Besonderheit. Sprich, wir brauchen irgendein Gefährt, womit das besser klappt oder so. Wir haben ja jetzt für den Weltenfresser jetzt gerade den Mute gehabt. Davor hatten wir...
dieses Globo-Gleiter-Wasserfahrgefährt und davor hatten wir diesen großen Roboter. Doppelt gedrückt. Von daher kann es sein, dass wir hier wieder was brauchen. Aber wir fahren, Schnellreise muss doch hier irgendwie, warte mal. Du bist auf einem Reittier. Wirklich? Okay. Dann nochmal. Oh, falsch. Nach unten, nach unten, nach unten. Da, genau, da wollte ich hin. Jetzt geht's auch. Das mit dem Schnellreisen muss ich noch ein bisschen lernen. Aber ich finde es gut, dass man das kann. Es scheint sehr viele Punkte davon zu geben. Es zieht sich ja doch manchmal so ein bisschen mit dem Laufen, mit dem Wandern, mit dem Reiten irgendwohin in die Länge. Von daher mit diesen Schnellreisen macht das schon viel besser. So, was sagt denn Glibbo? Hat gehört, du hast den besten Gleiter von allen gefunden. Eine Arche. Und einsatzbereit ist sie auch. Sie kann mehr als nur gleiten. Schätzt, so muss es wohl sein. Das wird ein wilder Ritt. Schon komisch, dass du eine Arche gefunden hast, obwohl du nirgendwo hin musst. Die Welt wird weiter existieren. So oder so ist er stolz auf dich, weil du vor der Flucht anderen helfen willst. Fragt sich, ob in deinem schicken Archengleiter noch Plätze frei sind. Hier bietet sich die Gelegenheit, deinem Nächsten zu helfen. Ja. In der Arche ist ein Platz frei, falls du ihn aus Dankbarkeit anbieten willst. Ich glaube, wir nehmen ihn mit. Er hat uns den Glibbergleiter da gebaut und uns damit geholfen, damit wir den Weltenfresser besiegen können. Du brauchst nur dich selbst. Und mich natürlich. Aber ich bin ein Teil von dir, also zählt das nicht. Soll es schnell gehen, geh alleine. Willst du weiterkommen, geh gemeinsam. Der Einzige, von dem wir hier bloß schnell weg wollen, ist die Dunkelheit. Aber du weißt, dass du nicht ohne mich weitermachen kannst, selbst wenn ich schlechte Gesellschaft bin. Haben wir schon gehört, haben wir ich schon gehört. Vervollständige dich. Endlich sind wir uns mal bei einer Sache einig. Okay, weiter. Also nehmen wir ihn mit. Du bist aufgeregt, einen Platz in deiner Arche zu bekommen. Kann es kaum abwarten, über den Himmel zu gleiten. Glibbo weiß, dass er sich wiederholt, aber... Ja, ich bin einmal weg. Wünscht dir alles Gute. Okay, aber wo müssen wir denn dann hin? Hauptquest abgeschlossen. Haben wir einen Entscheide, wer auf die Arche kommt? Ach so, das ist sozusagen die Hauptquest. Wen können wir denn noch mitnehmen? Ich weiß gar nicht, wer kommt denn noch in Frage? Wo ist denn hier unsere Quest? Entscheide, wer auf die Arche kommt. Arche, Arche, Arche. Hier, gegnerischer Stamm. Gegnerischer Stamm. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, uns fehlt so ein bisschen was. Damit wir weiterkommen. Theoretisch hätte ich ganz gern den einen hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der uns diesen ersten Roboter gegeben hat. War das hier? Netra-Festung. Das war, glaube ich, hier ganz am Anfang irgendwo. Wo wir durch dieses dunkle hier, Todeszone. Hier irgendwo muss das gewesen sein. Da, wo der Jumbo-Knäuel war. Hier, da, hier. Moog, genau, Moog war das doch. Kennen wir nicht zu Moog? Der hat uns doch auch geholfen. Wir können ja mal gucken, aber die Quest scheint es da nicht zu geben. Wahrscheinlich müssen wir sozusagen entweder selbst entscheiden oder die Stämme erst. Die Stämme erst vereinen. Mal gucken. Moog war das nicht. Moog war hier, nee. Moog fragt, ob du die erste Regel der Monsterjagd kennst. Gehe dahin, wo die Monster sind. Ein Jäger muss das Revier seiner Beute kennen. Nur wenige Monster sind wirklich so schlimm, wie man befürchtet. Du siehst nicht so aus, als wärst du leicht einzuschüchtern. Fang mit einem Monster an. Der Rest kommt von allein. Spür seine Fährte auf und komm dann wieder her. Und falls du Kacke findest, bring sie mit. Sein Kumpel Bumm hat ein Näschen und ein Nutzen dafür. Okay, wirst du die Jagd nie leid? Sagt, solange es Monster da draußen gibt, ist Jagdsaison. Bam! Das Dunkel siegt erneut. Oder? Oder? Ich weiß nicht. Genau. Denk nach! Das Licht ist genau hier! Oh, schalt das Licht aus, ja? Fühl mich schon viel heller. Zweifle nicht an dir selbst. Dafür ist das Licht schließlich da. Licht bringt Zweifel mit, wer irgendwie Aura maximal hell, okay. Besiege den wackeligen
Trunknot. Ich weiß nicht. Ja, also irgendwie, ich glaube, wir müssen scheinbar erst hier doch noch die Stämme irgendwie vereinen. Bevor wir... Aber das ist ja alles schon grün, ne? Jagmi-Festung. Festverfolgungsschneider. Erobere die Stammeswaffe. Wir reisen mal dahin, aber ich würde sagen, wir schauen dann mal in der nächsten Folge, was tatsächlich unsere nächste Aufgabe ist. Also ich weiß, dass es noch einen Weltenfresser gibt. Aber ja, ich weiß nicht, wir können ja scheinbar noch nicht zu ihm. Er ist irgendwo im Norden oder irgendwie Nordosten oder sowas gewesen, glaube ich. Er hält den Tag so, also wie irgendwie, das Licht. Warte, irgendwo hier oben war das, glaube ich, wo er... Ja, hier ist diese eine Wurzel, hier ist diese andere Wurzel, die wir hier gemacht haben, da. Das müsste hier sein. Also hier irgendwo müsste der letzte dann wahrscheinlich sein und die Wurzel fressen. Das ist quasi dann das, wo wir das nächste Mal hingehen. Aber wir schauen ja gerade mal, dass hier ist Stämme vereinigen, da oben hier. Irgendwie. Hier müssen wir noch die Stammeswaffe kriegen. Das machen wir, glaube ich, noch. Und dann überlege ich mal, ob ich diese drei Hauptquests hier mit dem Verein da noch mache. Und sonst würde ich mal sagen, schauen wir mal, dass wir irgendwie in diese Richtung kommen. Damit wir tatsächlich hier den letzten Weltenfresser antreffen und besiegen. Auch wenn er wahrscheinlich wieder genauso niedlich aussieht wie der letzte. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.